Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, wir spielen weiter, wo wir letztens aufgehört haben, nämlich hier. Ja, genau hier. Wir haben Tempel Nummer 1 und Nummer 2 haben wir durchgespielt und wir haben einiges an Geheimnisse im letzten Teil gesammelt und ja, jetzt werden wir mal gucken, dass wir zumindest mal, das wird auf jeden Fall ein etwas kürzeres Teil, dass wir zumindest mal zum nächsten Tempel kommen. Ja, und überhaupt, wir schauen mal, was wir so alles noch machen können jetzt. Also wir werden auf jeden Fall jetzt mal die Steppe etwas erkunden. Dann können wir da unten, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier unten, ich glaube im Strand unten könnten wir theoretisch jetzt auch weiter machen, aber erstmal nicht, das holen wir dann später irgendwann mal nach. Und ja, wir werden fischen gehen. Das ist mal eine gute Idee, wir gehen mal fischen. Also, naja gut, so gut ist die Idee jetzt auch nicht. Aber ich grab hier mal herum und wir gehen nachher fischen. Mal gucken, gibt es hier irgendwas? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber man weiß es ja nicht, das ist ja das Tolle. Also, wir machen hier spaßiges Herumgraben. Tralala, tralala, Spaß, Grab, Grab, Grab. Ja, 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 ja. Ich glaube, gibt's nichts. Weiter. Hallo, ich will fischen. Ja, angeln kostet nur 10 Rubine pro Versuch. Sehr schön, mach mal. Ja, fein. Mit dem Steuerkreuz und den Knöpfen kannst du bestimmen, wo die Schnur im Wasser landen soll. Mit den A- und B-Knöpfen kannst du die Schnur dann im Wasser bewegen. Hat endlich ein Fisch angebissen, holst ihn raus, indem du schnell die Knöpfe drückst. Welche? Oh, ein dicker Fisch. Hey! Gut. Na komm, dicker Fisch, nicht der kleine, nicht... Nein! Oh, die Schnur ist gerissen. Noch ein Versuch? Ja. Gut. Muss ich jetzt immer 10 Rubine zahlen? A und B knüpfen? Ja, toll. Toll, toll, toll. Hat endlich ein Fisch angebissen? Ja, ich weiß. Es ist etwas blöd. Man muss hier die Anleitung immer wieder lesen. So, ich will eigentlich den Dicken. Na komm. Dicker. Und beide Knöpfe smashen. Button smash. Und raus, 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 raus. Hey! Wow, das ist ja ein dicker Brocken. Dafür gebe ich dir 20 Rubine. Nochmal. Klar. Ja. Toll. Ich weiß, mit dem Steuerkreuz. Bla, bla, bla. Es ist alles nichts Neues, nicht? Nein. Ja. Verstehe ich. Ja. Ah, Mensch, 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 Mensch. Ich will natürlich noch den Dicken hier am Rand. Und ich will den ganzen Teich leer fischen, ne? Also machen wir mal die Kleinen hier. Komm, komm. Ja, ja. Jui, ein Kleiner. Komm, 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 komm. Das ist aber ein Kleiner. Für den bekommst du eine 5 Rubine. Ich will natürlich noch einmal. Ja. Ja, das Doofe ist wirklich, dass der das immer wieder erklärt. Und ich kann ihm das nicht abgewöhnen. Leider. Mhm. Ja. Ui. Naja, gut. So, fangen wir uns den Kleinen noch. Ne, komm. Ja. Und dann holen wir uns den letzten Dicken. Da bekommen wir ja nochmal 5 Rubine. Ich weiß. Ich will natürlich noch einmal. Ja. Müssen wir uns den Text nochmal komplett durchlesen. Ja, aber sonst ist das Spiel schön. Bis jetzt zumindest. Hm? Lalalalalalalalala. So. Ran da mit der Schnur. Bisschen sinken lassen und ranziehen wieder. Bisschen sinken lassen und ranziehen wieder. Bisschen sinken lassen, wieder ranziehen. Bisschen sinken lassen. Na komm schon, dicker Fisch. Guck, guck. Ganz was Gutes ist da. Ah ja. Ja, komm. Ja, das ist gut so. Und zieh, 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 zieh. Oh, ein großer und ein Herzsalat auch noch dabei. Damit bekommst du einen neuen Herzcontainer. Außerdem bekommst du noch 20 Rubine dafür. Noch einmal? Ja, es ist zwar nichts mehr drin, aber... Im Teich gibt es keine Fische mehr. Willst du es jetzt am Meer versuchen? Ja. Habe ich wirklich mehr gesagt? Das war wohl ein Versehen. Ciao. Okay. Gut, wir haben den Fischteich leer gefischt und haben dadurch ein Herzteil erhalten. Ja, schön. Gut. Aber wir müssen natürlich weiter. Und zwar wissen wir genau, wo wir hin müssen. Soll ich hier mal umgraben? Ich grabe hier mal um. Da, 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 da.
schönen Blumen kramen wir aus, weil hier könnte irgendwo eine Zaubermuschel sein. Nee, hier ist keine. Ich habe mir übrigens die Fundorte der Herzcontainer und Zaubermuscheln habe ich mir ausgedruckt. So auf dem Zettel und so, einfach aus dem Grund, weil ich finde, es kommt blöd in einen Let's Play, wenn man jetzt ganz zum Schluss, bevor man zum Endgegner geht, nochmal 20 Folgen lang irgendwelche Sachen sucht und keinen Plan hat, wo die sind. Also ich werde während ich hier durchlaufe und spiele, werde ich dann mal ein bisschen graben und suchen auch, ja. Aber zum Schluss dann werde ich wirklich zielgerichtet die verbleibenden Herzcontainer und Muscheln dann sammeln und ja, damit ihr da nicht 1000 Folgen dann mit Zugucken verschwenden müsst, wo ich irgendwelche seltsamen Sachen sammle. So, hier kann ich nicht drüber, denn das sind zu viele Löcher für meine kleine Feder. Für meine kleine Sprung. Ja. So. Gut, da waren wir schon. Aber hier waren wir noch nicht. Schön. Oh mein Gott, da sind Greifarme in den Büschen. Und da kann man aufspringen. Also sieht zumindest so auf. Aus, nicht auf, sondern aus. So. Bombe. Ja. Und rein da. So, dann brauchen wir nochmal. Nein, das ist falsch, das brauchen wir. Kann ich die heben? Das ist aber ein seltsamer Stein. Ja, das finde ich auch. Gut, den kann ich also scheinbar nicht heben. Kann ich auch nichts verschieben. Okay. Naja, irgendwas kann oder konnte man mit diesen Steinen machen. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr genau was, aber halb so wild. So, da kann man vermutlich... Oh, ein Bienenstock. Zack. Aber wir gehen natürlich zuerst hier rein. Eine Fee, lass mich deine Wunden heilen. Ja, gerne. Entspanne dich und schließe die Augen. Tja, toll. Unsere Wunden sind geheilt. Kann ich da jetzt was machen? Zack, zack. Nee. Nee. Okay. Schalten wir schnell wieder um hier auf die Feder, dass ich nicht was Unüberlegtes mit den Bomben mache. Das wäre nicht so gut. Oh, was ist denn das Tolles? Was ist das bitte? Kann ich den sprengen? Bomben? Hopp. Zack. Ja, kann ich sprengen. Gut. Also hier habe ich auf jeden Fall die Bomben gebraucht. Na komm schon. Da. Okay. So, hier ist ein Schild. Und hier ist ein äußerst lästiges Ding. Das kann ich wieder mal nicht zerstören. Aber wir lesen das Schild. Schloss Canelet. In 5 Minuten. Zuerst nach oben, dann nach rechts. Ist mir egal, ich gehe nach unten. Haha. Oh, toll. Oh. Stimmt, ich kann ja nicht schwimmen. Okay, das ist tiefes Wasser. Und ich, Link, kann nicht schwimmen. Hier ist viel Gebüsch. Okay. Okay, okay. Ein Schild. Schloss Canelet. 10 Minuten. Okay. Also, wir kommen in die Nähe eines Schlosses. Richards Villa. Schön. Oh, Loch. Aber ich gehe natürlich in Richards Villa rein. Ach, Frösche. Ach, wie süß. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an. Aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von den Monstern verzaubert und zwangen mich, das Schloss zu verlassen. Ich musste in die Villa fliehen. Aber er möchte den Schlüssel zur Orungasteppe. Ich kann ihm helfen. Für eine kleine Gegenleistung. Er möge mir erst die goldenen Blätter bringen, die ich bei der Flucht verloren habe. Machen wir natürlich. Und wir sagen, ja. Großartig. Finde er alle 5 Blätter, vergiss er nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Okay. Gut. Also, jetzt machen wir erstmal, ja, natürlich die Krüge hier kaputt. Wieso ist der eigentlich hier mit Fröschen im Haus? Wartet mal, Frösche, Zauberpulver, geht das? Hui, hui. Nee, okay. Ja, weiß man nicht, wieso, dass der hier mit Fröschen unterwegs ist. Na gut, egal. Gut, also wir müssen in Schloss Canelet. Aber das machen wir natürlich als Peter. Ach ja, hübsch.
Schleimschlüsselloch. Hm? Was hat das zu bedeuten? Okay, gut, hier ist also, wäre also das nächste, also der nächste Dungeon. Aber zuvor müssen wir noch ein paar Sachen erledigen. Da oben sieht stark danach aus, als könnten wir hier was ausgraben, aber wir können natürlich nicht hoch. Naja, na gut. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Also wir müssen zum Schloss Canalette und dort, ja, goldene Blätter suchen und finden. Schön. Naja. So. Dann gehen wir wohl doch nach oben. Aber es hat sich ausgezahlt, nach unten zu gehen. Jetzt wissen wir wenigstens, warum wir da Sachen sammeln. Ja. Oh, ein Telefonhäuschen. Da könnte ich in Infos und Rat einholen. Mache ich aber natürlich nicht. Nein. Autsch. Schloss Canalette. 50 Schritte. Nee. Oh mein Gott, Spinnen, die aus dem Loch kommen. Ich guck nach unten. Haha. Hier gibt sehr viele Löcher, muss ich feststellen. Sollte ich hier jetzt weitergehen? Nee, jetzt gehen wir doch mal wirklich den Weg, den wir gehen sollten. Also rauf zum Schloss Canalette. 50 Schritte. Oh, ein Schloss. Aber wir können hier nicht rein, das ist zu. Hier kann ich auch nicht drüber, nein. Dann muss ich wohl hier entlang. Ja, wie üblich. Oh, Banane, Banane, oh, haben wollen. Du Kiki geben. Und wir sagen Kiki. Und wir tauschen. Banane, Banane, oh, Kiki, freut sich. Affen, kommt bedanken. Also, hier brauchen wir auf jeden Fall, oder haben wir auf jeden Fall die Bananen gebraucht, sonst wären wir ja gar nicht weitergekommen. Also das Tausch, die Tauschgeschichte, ne? Geschäft erledigt. Tschüss. Kiki, Kiki, Kiki. Oh. Und wir erhalten einen Stock. Ja. Den hat einer der Affen zurückgelassen. Und ich nehme ihn. Ja, und was können wir jetzt mit einem Stock machen? Das machen wir jetzt noch schnell, bevor wir hier weiter zurückgehen. Also ich glaube, dass man das machen konnte. Aber ich denke mal, mit einem Stock müsste man noch den Bienenstock hier runterwerfen können. Ne? Ist der Stock jetzt... Ja, der ist da drüben. Mal gucken, ob das geht. Zack. Darauf und... Na toll. Okay. Eine blöde Vermutung. Ich dachte, den Stock könnte ich jetzt den Bienenstock hier runterwerfen. Geht aber scheinbar doch nicht. Naja, aber ein bisschen Weg umsonst wie üblich. Aber ja, gut. Mensch! Mensch! Da. Oder da. Oh, ich habe schon wieder nur noch 3 Herzen. Ich muss ja etwas aufpassen, denn ich habe ja hier die Herz, also das Lebenstronikum. Und das soll ich nicht achtlos verbrauchen, denn das verbraucht sich ja automatisch. Also ich habe da keinen Einfluss drauf. Sobald ich keine Energie mehr habe, verbraucht sich das. Das bedeutet, ich sollte jetzt nach Möglichkeit ein bisschen Energie sammeln. Hier kommen Spinnen raus, das weiß ich. Haha, Spinnen wieder rein. Und wieder rein, und wieder rein. Haha. Mensch! Spinne. Naja. Hopp. Gut. Also... Das war jetzt nix mit dem Stock. Drum geht's fix hier weiter. Gut, jetzt sind wir hier schon mal in der Nähe des Schlosses angekommen. Hier könnte ich rein, aber da brauche ich zuerst die Schwimmflossen. Die habe ich noch nicht, die bekomme ich erst später. Oh, ein Telefonhäuschen, das brauche ich nicht. Da gehe ich auch noch nicht runter. Zuvor gucken wir... Okay, jetzt gehe ich hier runter. Ja. Rein da. Zack. Oh, eine schöne 2D-Passage. Und da gibt es tolle, ja, Gombas aus Super Mario, die mir Herzen geben. Das ist super. Und wir befinden uns jetzt im Schloss. Und jetzt muss ich diese goldenen Blätter sammeln, von der dieser König, Prinz da gesprochen hat. Aha, was bist denn du da? Autsch. Mensch! Schmeiß nicht! Autsch! Und ich falle natürlich rein. Mensch, Mensch, Mensch. So. Na komm. So viel kannst du doch nicht aushalten. So, das schaffe ich nicht. Hopp! Nein! 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 Ach, okay. Halbes Herz haben wir noch. Oh. Ah, zu spät. Nein! Nein! Was mache ich hier eigentlich? Oh mein Gott. Ich stelle mich... Alter, stelle ich mich doof an. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich sag nichts. Ich... Was mache ich hier bloß? Ich... Nein! okay. Na, endlich. Und ich habe ein goldenes Blatt erhalten.
mit herben Verlusten lebenstechnisch. Mensch, das war ja jetzt eine Leistung. Puh. Ach ja, und ich sollte ja eine Schaufel mitnehmen. Naja, das werde ich wohl irgendwo gekennzeichnet bekommen, wo ich hier so goldene Blätter bekomme.